Hallo, liebe Deutschlernende! Heute reden wir wieder über das Glück. Und Lektion Nummer 12 aus dem Buch Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück ist: Glück ist schwieriger in einem Land, das von schlechten Leuten regiert wird. Ja? Glück ist schwieriger in einem Land, das von schlechten Leuten regiert wird. Ja? Und ich kann das nur bestätigen in Anbetracht der Länder, die ich besucht habe. Ja? Ich habe viele Länder besucht und es gibt viele Länder, wo die Leute sehr nett sind, intelligent, sehr, sehr, sehr fleißig. Aber das Land wird von schlechten Leuten regiert und deswegen sind die Leute nicht so glücklich, wie sie sein könnten. Ja, das kann ich nur bestätigen, ja, dass das Glück wirklich schwieriger ist, wenn man in einem Land lebt mit einem autoritären Regime, ja, in einer Diktatur, ja, dann ist es echt schwer, glücklich zu sein. Und ich weiß, dass Leute aus aller Welt meine Videos schauen und vielleicht lebst du in einem Land, das von schlechten Leuten regiert wird und dann hast du mein Beileid und ich hoffe, dass es entweder in deinem Land besser wird oder du eine bessere Situation für dich finden kannst oder beides. Ja? Mein Wunsch ist natürlich, dass es in allen Ländern besser wird. Ja? Man sollte nicht gezwungen sein, sein Land zu verlassen. Eigentlich sollte es so sein, dass die Länder besser werden. Aber manchmal ist das leider nicht der Fall. Okay? Was denkst du? Ja? Ist es schwieriger, glücklich zu sein in einem Land, das von schlechten Leuten regiert wird? Oder kann man sein Glück vielleicht überall finden? Und es ist unabhängig von der Politik. Ja? Also ich stimme der Idee zu, aber ich denke auch, dass man glücklicher ist, wenn man sich von der Politik loslöst. Ja? Viele Länder sind sehr gespalten. Ja, Amerika ist gespalten, Deutschland ist auch gespalten. Ja. Manche Leute denken so, manche Leute denken so und sie werden sehr wütend oder sie regen sich auf. Ja. Und ich denke, es ist wichtig, dass man eine gute Perspektive auf das Ganze hat. Ja. Ich sage nicht, dass man nicht sich Gedanken machen sollte. Natürlich sollte man darüber nachdenken, natürlich sollte man auch Position beziehen, aber man sollte trotzdem versuchen, so zu leben, als gäbe es diesen ganzen Stress nicht in der Politik. Ja? Man sollte versuchen, auch so viel wie möglich in das eigene Leben zu investieren. Ja? Man sollte sich auf das eigene Leben konzentrieren und auch überlegen, was kann ich in meinem Leben besser machen? Ja, was kann ich tun in meinem Leben, sodass ich glücklicher werde? Ja, und dann kann man sich auch um die Politik kümmern und man hat einen klareren Kopf. Man wird nicht so emotional und kann vielleicht auch mehr Leute von seiner Position überzeugen, wenn man selber ein ausgeglichener und glücklicher Mensch ist. Okay? Ja, ich denke, das ist nur meine Meinung, aber ich denke, das ist auch ein Grund, warum die Länder so gespalten sind. Ja, weil die Leute nicht glücklich mit ihrem Leben sind und denken, die Politik würde alle ihre Probleme lösen. Okay? Aber es ist wahr, ja. Wenn die Politik nicht stimmt, dann ist es natürlich schwieriger, glücklich zu sein. Was denkst du? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!